Ich bin richtig außer Atem. Dann habe ich einmal mit einem anderen Pferd gearbeitet und mir ist aufgefallen, der Grund, warum Kim so viel schneller fertig war als ich, war nicht, dass ich unfähig bin, sondern normalerweise helfen die Pferde mit. Die halten ihre Beine selbst, aber nicht Smarty. Smarty sagt dir, ach, du willst meine Hufe putzen? Ja, gut Mensch, dann halte meinen Huf. Und er hat mir einfach seine Beine mit vollem Gewicht einfach in die Hände hineingelegt und hat die einfach nicht gehalten. Und ich hab's nicht gerafft, weil ich keine Ahnung hatte. Und danke schön nochmal, wie Wendy, für die 13 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Eine Ranch. Achso, eine Launch meinst du? Eine Launch ist im Endeffekt ein sehr langes Seil zum. Also ein Strick bei einem Pferd wäre etwas, wenn du mit einem Pferd gehst und es hat halt so eine Länge von, was wird das haben? Eineinhalb bis zwei Metern. Und eine Launch hat halt 4, 5, 6 Meter. Das ist für auf größere Distanz, um Pferde um dich herum zu schicken und sie halt an einem, ja, wie an einem Seil halt zu haben. Western, Lenard. Ist es denn gut für Pferde, an viele Leute gewöhnt zu werden, während er selbst noch lernt? Warum nicht? Du hast ja immer eine Reitlehrerin mit dabei. Also wir machen ja nicht die Ausbildung mit den Pferden. Aber ich habe mir zum Beispiel auch ein kleines Problemchen angelächelt, nämlich Smarty. Der ist zum Beispiel auch so ein richtiger... Smarty ist ein richtiges Arschloch. Wirklich. Dieses Pferd ist ein richtiges Arschloch. Ich liebe dieses Pferd über alles, aber es ist ein richtiger Wichser. Also wirklich. Der ist einfach so... Als ich... Ich dachte ursprünglich, ich sei körperlich nicht imstande, Pferden die Hufe auszukratzen, weil Kim immer 30 Mal schneller fertig ist als ich. Und ich habe gedacht, irgendwas stimmt mit mir nicht. Dieses Pferd hat mir das Putzen so schwer gemacht. Der hat halt, ich glaube, das erste Mal, als ich mit ihm gearbeitet habe, war ich elektrisch geladen von der Jacke, die ich anhatte. Da war es ja noch ein bisschen kälter. Und als ich ihn halt das erste Mal dann gestriegelt habe, kam halt meine Haut auf seinem Fell an und das hat sich entladen. Und er ist halt hoch, also gefühlt einfach 2 Meter ausgewichen an der Putzstelle und hat sich halt angestellt, als hätte ich ihm da jetzt mega eine reingetreten. Der hat sich aufgeführt wie eine Diva und wollte sich einfach nicht mehr von mir berühren lassen, weil das halt kurz gezwirbelt hat, weil ich mich halt elektrisch entladen habe. Also wirklich, der ist halt komplett in diesem fass mich nicht an. Und ich habe halt so Stress bekommen. Ich habe so Stress bekommen, weil ich dachte, um Gottes Willen, dieses arme Pferd, es tut mir so leid. Oh Gott, ich wollte nicht, dass es unangenehm ist. Oh Gott, ich glaube, ich habe diesem Pferd wehgetan. Und Steffi hat schon die ganze Zeit gesagt, Pia, chill. Das Ding hat 600 Kilogramm. Das hat sich elektrisch entladen. Oh, buhu. Die laden sich mit ihrem Schweif selber auch den halben Tag auf und entladen sich elektrisch aneinander. So, mach dir keine Sorgen. Der ist gerade einfach nur eine Diva. Das Problem ist aber, wenn du selber dann so gestresst bist, dann überträgst du das auf das Tier. Und desto mehr das Tier sich reingesteigert hat, desto gestresster war ich, desto mehr hat das Tier sich reingesteigert. Weswegen ich einfach eine halbe Stunde gebraucht habe, um dieses Pferd zu putzen, weil es einfach ausgewichen ist und sich von mir nicht anfassen lassen wollte. Und ich stand da wie das größte Häufchen Elend, weil ich dachte, oh mein Gott, das Pferd hasst mich. Dieses Tier hasst mich so sehr. Es tut mir so leid. Oh mein Gott, ich will dich in Ruhe lassen. Ich wollte das nicht. I'm so sorry. Das ist einfach... Ich hatte so ein schlechtes Gewissen. Ich hab mich so dreckig gefühlt. So schäbig und so dreckig. Hallo, Vauk. Es war wirklich, damit hat es angefangen. Und dann wurde es ein bisschen besser. Weil das nächste Mal, als ich dann da war,
hatte ich ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Auch durch die Arbeit, also durch die Bodenarbeit, haben wir uns so richtig kennengelernt. Und ich habe super viel Selbstbewusstsein gefunden in dem, was wir machen. Und das Pferd hat auch mich kennengelernt. Also ich finde, auch meiner Beziehung mit Smarty hat es mega gut getan, dass wir Bodenarbeit gemacht haben und mich Steffi da nicht einfach auf das Pferd draufgesetzt hat, weil wir uns einfach gegenseitig kennengelernt haben. Und es wurde, also mittlerweile kennt das Pferd mich und man merkt auch einfach, wie anders er mir gegenüber ist. Er lässt sich ohne Probleme von der Koppel holen, er lässt sich streicheln. Er kommt mittlerweile, kommt er sogar das Streicheln einfordern. Also das muss man sich mal vorstellen. Dieses Pferd ist 1,5 Meter von mir ausgewichen, als ich es striegeln wollte und hat einen auf, fass mich nicht angemacht. Und bei der letzten Stunde, die wir hatten, hat er einfach seine Nüstern mit dem Nasenrotz, den er hat, an meiner Schulter und an meinem Ohr abgewischt. Und ich hatte einfach Pferdenasenrotz im Gesicht. Also das war wirklich gut, dass sie uns halt einfach zusammenarbeiten hat lassen, weil das Pferd halt jetzt auch gar keine Angst mehr vor mir hat und ich auch Selbstvertrauen gefunden habe, um mit ihm halt zusammenzuarbeiten. Aber da musstest du halt mal hinkommen. Und in den ersten Stunden dachte ich dann auch wirklich, ich wäre körperlich nicht in der Lage, Hufe auszukratzen, weil du musst dieses Bein von diesem Pferd halt einfordern, dann hältst du das und kratzt das halt aus, um halt Dreck und Steine und andere Sachen rauszulösen aus dem Hufen, damit halt einfach die Verletzungsgefahr reduziert wird und sich das nicht entzündet. Und Kim war halt immer vor mir fertig und ich habe dann den zweiten Huf ausgekratzt, den dritten Huf aus und dann stehe ich da und ich merke, boah, mir ist warm. Habe meinen Pulli ausgezogen, mir war mega heiß, ich habe richtig geschwitzt und gemacht, Alter, ich bin richtig außer Atem. Dann habe ich einmal mit einem anderen Pferd gearbeitet und mir ist aufgefallen, der Grund, warum Kim so viel schneller fertig war als ich, war nicht, dass ich unfähig bin, sondern normalerweise helfen die Pferde mit. Die halten ihre Beine selbst, aber nicht Smarty. Smarty sagt dir, ach, du willst meine Hufe putzen? Ja, gut Mensch, dann halte meinen Huf. Und er hat mir einfach seine Beine mit vollem Gewicht einfach in die Hände hineingelegt und hat die einfach nicht gehalten. Und ich hab's nicht gerafft, weil ich keine Ahnung hatte. Dieses Pferd hat mich auf so vielen Ebenen verarscht, wirklich. Das ist einfach... Mittlerweile macht er das nicht mehr übrigens. Denn mittlerweile habe ich gelernt, wie ich das einfordern kann, dass er sein Bein selbst hält. Der Scheißgaul. Das ist so ein Scheißvieh, wirklich. Ich liebe dieses Pferd so sehr, wirklich. Ich liebe dieses Pferd so sehr. Aber heilige Scheiße. Aber wirklich, heilige Scheiße. Und Steffi sagt ja auch schon, also sie versteht auch nicht so genau, warum ich es mir so schwer mache. Ich hätte auch einfach mit einem Pferd anfangen können, das ein bisschen umgänglicher ist. Aber ich habe mich halt einfach verliebt in den Trottel. Und Dankeschön, Soulschmeiß, für den Prime-Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass Pferde beim Satteln den Bauch aufblähen, aber keine Ahnung, ob das nur Roman-Klischee ist oder ob das echt so ist. Das machen manche Pferde wirklich. Also du musst beim Satteln oder du solltest beim Satteln den Gurt vom Sattel immer mehrfach überprüfen. Das heißt, du sattelst das Pferd, ziehst halt fest und überprüfst es später nochmal, weil manche Pferde einfach wirklich den Bauch aufblähen, damit du den Sattel nicht so eng schnürst. Und wenn du Pech hast und du sattelst das Pferd und setzt dich drauf und dann hat das Pferd den Bauch aufgebläht, dann ist der Sattel nicht fest und du fällst auf der Seite einfach runter wie so ein Kartoffelsack mit dem Sattel. Hab ich auch schon gesehen. Sieht lustig aus. Wie fordert man sowas ein? Du musst dich halt auch trauen und halt ein Gefühl davor bekommen, aber grundsätzlich, wenn du jetzt zum Beispiel den linken Vorderhuf reinigst, dann bist du mit dem Kopf zum Arsch des Pferdes gedreht. Das heißt, deine linke Schulter ist an der rechten Schulter vom Pferd. Du nimmst halt das Bein und wenn das Pferd dir quasi das Bein nicht geben möchte,
dann lehnst du dich mit deiner eigenen Schulter gegen das Pferd. Das heißt, du übst halt so einen leichten körperlichen Druck von der Seite auf das Pferd aus, weil es dann den Fuß halt wegzieht, weil du halt einen Druck ausübst. Und dann, wenn du dich dann quasi so gegen das Pferd lehnst, dann zwingst du es quasi, das Bein nach oben zu geben und machst es dir selbst ein bisschen leichter von dem Gewicht, das du da halten musst. Es ist quasi eine Gewichtentlastung, ja. Die menschliche Stütze. Hallo? Nein, ich bin eine elegante Prinzessin, die auf ihrem wunderschönen Traumpferd, reiten lernt. Und dieses Pferd hat mir nicht beim letzten Mal Hufe putzen fast in die Haare gekackt, weil es sich entschieden hat zu pupsen und zu scheißen, als ich an den Hinterhufen dran war. Nein, das würde dieses Pferd niemals machen. Das ist einfach, Pferde sind richtige Arschlöcher. Das war aus Versehen, das Pferd wollte das gar nicht. Ich glaube, die echte Prinzessin ist Smarty. Ey, wirklich. Es ist schon ein bisschen mein Traumgaul. Also, der ist schon wirklich sehr, sehr süß. Eine Beziehung ist erst vertraut, wenn man voreinander furzen kann. Das ist so. Das ist so. Aber ich glaube, mein Favorite, den wir halt hatten, war, langsam klingt diese Liebe etwas einseitig. Er hat mir seinen Nasenrotz auf die Wange geschmiert. Er liebt mich auch. Ey, dieses Pferd ist... Habt ihr gewusst, dass Pferde stolpern können? Habt ihr gewusst, dass Pferde so richtig stolpern können? Also, ich meine, es ergibt ja auch irgendwie Sinn, aber... Ich dachte halt immer, Pferde sind so elegante, wundervolle Tiere, die einfach durch die Welt stolzieren und denen alles zu Füßen liegt. Und als wir spazieren waren vor ein paar Wochen, sind wir halt quasi, wir waren halt im Wald und wir mussten dann an einer Stelle auf so eine kleine Landstraße, um dann halt zurückzugehen. Und Smarty war so viel am Gucken, dass er halt einfach nicht geschaut hat, wo er geht. Wir sind halt Schritt gegangen. Ich saß nicht auf diesem Pferd drauf, sondern ich hatte das Pferd neben mir am Strick. Wir sind Schritt gegangen. Es war überhaupt keine Stresssituation. Er war nur die ganze Zeit am Gucken und er hat sich einfach aufs Maul gelegt. Dieses Pferd hat einfach nicht geguckt, wo es hinschaut, also hat nicht geguckt, wo es hingeht und ist einfach über die Straße gestolpert und hat sich einfach aufs Maul gelegt und hat mich dann empört angeguckt, was ich jetzt gemacht habe. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich ein Pferd stolpern gesehen habe. Und ich stand daneben, völlig entgeistert, war so, oh mein Gott, ich habe Steffi dieses Pferd gestürzt. Das ist insane. So. Im Gehen. Im fucking Gehen. Fucking Schritt. Das ist einfach... Ich war einfach gar nicht so ungefähr bewerten. Ja. So ein Trottel, wirklich. Ah, ich werde mit diesem Pferd auch irgendwie 10 Jahre älter. Den das die noch fangen können. Es hat nicht richtig die Rolle auf dem Boden gemacht, nein, aber er war wirklich mit, also Pferde vorne, Beine sind ja quasi anders von der Länge aufgebaut und er war wirklich vorne komplett eingeknickt und war wirklich quasi mit dem Teil, also die Ellbogen von Pferden sind ja viel höher, also dieser Knöchel, den das Pferd am Vorderbein hat, ist ja nicht quasi, also das ist ja alles anders gedreht so. Und das Pferd ist nach vorne hin wirklich mit dem
Ist es nicht das Schienbein? Ich weiß gar nicht, wie man den unteren Teil vom Pferd nennt. Unter dem Knöchel, das lag wirklich komplett flach auf der Straße und der ist richtig komplett eingeknickt. Also wirklich komplett unten mit dem Gesicht voran Richtung Straße. Also das war so knapp, dass er nicht mit den Nüstern auf dem Asphalt angeschlagen ist. Im Gehen. Also wirklich im Gehen. Ich bin neben diesem Pferd gegangen, es war nichts. Geh auf die Straße, Pferd guckt, dunk. Und ich so, was zum Fick? Also, was tust du? Wir gehen hier spazieren. Bitte töte dich nicht. Es ist nichts passiert. Es ist kein Auto da, kein Hund, nichts, keine anderen irgendwie Pferde, keine Stresssituation. Wir gehen im Schritt von einem Waldweg auf eine Feldstraße, also auf so eine kleine Landstraße. Da ist nichts. Das ist einfach so stupid, wirklich. So stupid. Viel Spaß beim Reiten, wenn sowas schon beim Gehen passiert. Oh, bitte. Oh. Ah, Pferde sind großartig. Aber mein Favorite war, also mein absoluter Favorite war jetzt auch, das war in der vorletzten Reitstunde, die wir hatten. Wenn du, es gibt diese, ich weiß nicht, ob ihr diese Dinger kennt, es gibt so Rundbahnen auf Ranches. Also das ist quasi wirklich einfach nur, boah, ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Es ist kein Paddock, sondern wie heißt das? Roundpen, dankeschön. Also damit sich Leute in etwa vorstellen können, was ein Roundpen ist. Das ist ein Roundpen. Das ist quasi einfach nur so ein eingezäunter Platz, der nicht besonders groß ist. Und in so einem Roundpen arbeitest du halt mit dem Pferd oder kannst du mit dem Pferd komplett ohne Halfter, ohne Launch, ohne irgendwas arbeiten. Also nur, du hast halt eine Peitsche beziehungsweise eine Gerte. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ich glaube, Peitsche ist sogar der richtige Begriff. Klingt erstmal furchtbar gruselig, wenn man Peitsche nur aus dem Zirkus kennt und dann gruselige Schauerbilder im Kopf hat von Menschen, die Tiere auspeitschen. Aber du hast halt so einen Stock, der ist halt so lang, mit so einem Seil quasi hinten dran und du hast halt, das Pferd hat halt nichts auf sich und du machst halt einfach in quasi so Follow-Me-Up-Games. Das heißt, du bringst dem Pferd quasi bei, dass wenn du diese Peitsche soll quasi ein Schweifersatz sein oder imitiert in der normalen Arbeit, wenn du da gehst, den Schweif des Pferdes. Und wenn du dich halt zu dem Pferd, also vom Pferd wegdrehst und ihm die Schulter zeigst und dieses Seil hinter dir am Boden herziehst, dann ist das so ein Zeichen für, hey, follow me. Und dann geht dir das Pferd halt auch ohne Seil, ohne Strick, ohne Halfter halt hinterher und du machst halt so Gehübungen. Also das ist halt super, super schön. Kannst du halt Pferde auch generell einfach im Roundpen im Kreis schicken für Schritt, Trab, Galopp, whatever und sie halt bewegen oder halt Tempoübungen machen, was halt ein bisschen, einerseits gibt es da halt Spiele, aber andererseits gibt es da auch die Möglichkeit für dich als Mensch, dem Pferd auch zu signalisieren, dass du das Herdenoberhaupt bist und es dir zu folgen hat und nicht andersrum. Und die Arbeit, die du halt machst, ist, du arbeitest halt mit dieser Peitsche nur auf den Boden hin. Das heißt, du berührst das Pferd nicht, sondern du gibst quasi, wenn du mehr Tempo möchtest, haust du mit dieser Peitsche auf den Boden hinter dem Pferd. Und wenn du mehr Tempo möchtest oder das Pferd dich halt verarscht, dann gerne auch mal ein bisschen fester, damit das halt wirklich schnallst und du dem Pferd damit Tempo gibst. Und ich hatte mich halt nicht getraut, das zu machen, weil für mich war in meinem Kopf einfach mega die krasse Blockade. Ich kann nicht mit einem Seil in Richtung eines Pferdes schlagen, auch nicht auf den Boden hinter einem Pferd. So, das geht nicht. Ich kann nicht jetzt hinter diesem Pferd auf den Boden schnalzen. So, it does not work. Wie? So, geht nicht. Und deswegen ist mir dieses Pferd, Smarty, wer hätte das gedacht, halt mega auf der Nase rumgetanzt. Weil normalerweise machst du halt Gehübungen und dann schickst du ihn halt raus.
und holst den halt wieder zu dir rein als Belohnung. Aber wenn du ihn nicht richtig rausschicken kannst, weil er halt merkt, pff, passiert ja nichts und ich habe aber keinen Bock, I don't care, dann wird es halt auch irgendwann gefährlich, weil die 600 Kilogramm sich dann vereinigen und sagen, yo, fuck you, so. Und jetzt haben Max und ich letztes Mal einfach, also ich wollte halt nach der Reitstunde einfach mehr Gefühl dafür bekommen, weil ich halt auch gesagt habe, ich habe halt mega Schiss, dass ich halt irgendwie was verkacke oder das Pferd halt doch treffe. Das heißt, wir haben halt das letzte Mal halt einfach dieses Peitschen geübt. Alleine. Auf der Wiese. Ohne Pferd. Einfach auf einer leeren Wiese. Zwei Trottel mit einer Peitsche, die versucht haben, er hat versucht mir zu erklären, wie du halt das steigerst. So von einem 1, also wenn du jetzt sagen würdest, du wirst halt lauter, von 1 bis quasi 10. 10 ist das lauteste, da gibst du halt richtig Tempo, wenn das Pferd wirklich Scheiße gebaut hat. Und 1 ist halt so ein bisschen, das ist halt nett, da fängst du halt an nur, du zeigst halt nur mit dem Finger. 2, 3 ist dann vielleicht, okay, du machst so ein bisschen was. 4, 5 ist, okay, du kneifst schon ein bisschen mehr quasi drauf. 8, 9 ist halt, okay, du kneifst halt richtig. Und 10 schnallst du halt richtig auf den Boden, damit es halt wirklich dieses Schnalzgeräusch einmal macht. Und halt dieses Kommando, dieses Hey, aber halt in lauter, in fordernd und hey, und jetzt beweg dich. So. Und das musste ich halt üben, weil ich kam nicht aus mir raus. Und ich hatte so ein, ich kann das nicht machen. Also standen wir auf dieser Wiese und haben die Luft angeschrien. Und währenddessen gab es die ganze Zeit diese Schnalzgeräusche. Und Steffi stand währenddessen auf dem Platz und hatte Reitunterricht mit einer anderen Schülerin und hört halt einfach nur diese peitschenden Geräusche und merkt, wie er mich darin anfeuert, dass ich noch mehr Lautstärke geben soll. Das ist fucking stupid. Das habe ich auch alles in meinem Leben gelernt. Und ich komme halt zurück und sage so voll stolz zu Steffi, ja, wir haben das Peitschen geübt, ich kann das jetzt. Und Steffi schaut mich an und sagt, wir haben es gemerkt. Ups. Ja, das ist wundervoll. Das ist ein Live-Goal-Moment, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dankeschön, Sascha, für die 15 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Danke, danke, danke. muss man sehr aufpassen, dass man sich nicht trifft mit dem Ende der Peitsche. Ich habe mir selbst eine gewischt. Aber es war auch extrem gut, dass ich mir selbst eine gewischt habe, weil es für mich auch so ein bisschen diese Hemmschwelle gesenkt hat. Du hast halt mit so einer Peitsche mega diese Hemmschwelle, mit einem Tier zu arbeiten, weil du ja, ich will halt auf gar keinen Fall ein Tier verletzen. Und wenn du dir mal selbst eine wischt, dann merkst du halt auch, dass das jetzt nicht, also du verprügelst ein Tier nicht damit. So. Und natürlich möchtest du nicht mit körperlicher Gewalt in irgendeiner Weise an ein Tier rangehen. Aber wenn du selbst einmal so ein leichtes Zischen halt abbekommst, dann merkst du auch einfach, angenommen, in einem von 30 Fällen passiert mir das, dass ich vielleicht das Pferd wirklich zu knapp irgendwo treffen sollte, dann hat das keine Striemen davon. Dann zwirbelt das ganz kurz. Und es ist, wenn du siehst, wie Pferde auf Koppeln miteinander umgehen und nacheinander treten und beißen, dann ist das halt stupid. So, also das ist halt einfach dieses, das ist ja auch das Gleiche mit Hunden. Wenn du Hunde miteinander spielen siehst, dann denkst du dir im ersten Moment manchmal auch, Alter, die brechen sich jetzt alle Knochen. Nein, tun sie nicht. Das sollte für uns Menschen auf gar keinen Fall ein Freibrief sein, mit Tieren irgendwie gewaltvoll umzugehen. Aber wenn ich Kiba auf der Straße in einer schwierigen Situation mal packe und zurückreiße, weil er mir sonst auf die Straße rennt, dann sieht das viel schlimmer aus, als es eigentlich ist. Und der Hund wird nicht in 1000 Teile zerfallen und keine Schmerzen erleiden dadurch. Das ist halt das. Ja. Deswegen war das für mich ganz gut, weil ich dann einfach gemerkt habe, okay.
Und außerdem möchte ich an dieser Stelle mit anbringen, dass Martin mich, nachdem er auf der Straße da gestolpert ist, gebissen hat, also ein paar Minuten danach, weil er von mir genervt war, was ich absolut frech finde und ich geblutet habe wegen dem Arschloch. Also wenn hier jemand von wem anderen verletzt wird, dann bin ich eindeutig das Opfer, weil die Arschgeige hat mich einfach gezwickt. Richtige Arschgeige. Man sieht das sogar immer noch. Da! Da! Das ist 3,5 Wochen her. Man sieht das immer noch. Das ist genau die Stelle, wo er mich gezwickt hat. Dieses kleine Ding hier. 3,5 Wochen. Richtige Arschgeige. Hast du ihn zuerst gebissen? Nein. So. Okay, wir haben jetzt da drüben noch ein Haus gebaut. Ich habe mich total in der ganzen Pferdegeschichte verplappert, ne? Es tut mir sehr leid für alle Leute, die sich überhaupt nicht für Pferde interessieren. Aber falls es euch noch nicht aufgefallen ist, ist das eine ziemlich große Leidenschaft von mir. Und ich freue mich immer extrem, wenn ich darüber reden darf, weil ich es mega schön finde. Ich habe unfassbar viel Freude an der ganzen Pferdegeschichte. Und ich gehe darin richtig auf und genieße das total. Wenn wir ihn fragen, würde er eine ganz andere Geschichte erzählen. Nein. Nein. Ich finde es super schade, dass Pferde von vielen auch einfach nur als Sportgeräte gesehen werden. Also ich merke ja, wie viel ich jetzt gelernt habe durch die Bodenarbeit mit den Tieren. Auch einfach, weil ich ihnen auf gleicher Augenhöhe da begegnet bin, wortwörtlich. Also quasi nicht von oben herab auf dem Tier sitzend, sondern ich mich wirklich mit diesen 600 Kilo auseinandersetzen musste vom Boden aus und lernen musste, mich halt durchzusetzen und mit dem Tier zu beschäftigen und einfach eine gute Basis aufzubauen auf einem guten Level, wo man einfach einen guten, schönen Umgang miteinander hat. Und ich finde das einfach so schade, auch wenn ich meinen alten Reitunterricht selber anschaue, wo du einfach nur draufgesetzt wirst auf gut Glück und viel Spaß so, wo Pferde einfach nicht behandelt werden wie die wundervollen Tiere, die sie sind, sondern einfach nur als Sportgerät, wo man dann halt wen draufsetzt und die Daumen drückt, dass man nicht runterfällt. So, es ist halt super sad. Tschüss, Azi. Wurde sie lunatic? Ich sollte einmal ein mir fremdes Pferd das erste Mal reiten und das erste, was das Pferd gemacht hat, war mir in den Arm zu beißen. Von anderen Freunden habe ich dann auch noch mitbekommen, dass die auch Probleme mit diesem Pferd hatten. Ja, meistens, wenn Tiere halt direkt so reagieren, dann hat das meistens schon irgendwie eine Vorgeschichte, die wahrscheinlich nicht so gut gelaufen ist. Und ein Pferd, das dich einfach direkt beißt, wenn du dort rangehst, ist mit ziemlicher Sicherheit ein Pferd, das nicht besonders viel Vertrauen in fremde Menschen hat und deswegen einfach provisorisch schon mal sagt, lass mich in Ruhe. So, ist halt super schade. Es ist super, super schade. Oder es ist auch einfach ein Pferd, das tatsächlich keine unter Anführungszeichen Grenzen gelernt hat und einfach durch ich beiße und zwicke in der Vergangenheit erreicht hat, dass es einfach mit seinem Sturschädel mit überall durchgekommen ist und das jetzt einfach so weitermacht. Dann gibt es zum Beispiel auch einen Kiba in meinem Fall, der Menschen regelmäßig Kopfnüsse verpasst, richtig schmerzhafte Kopfnüsse, aber das gar nicht aus Böswilligkeit heraus, sondern weil er einfach überhaupt nicht rafft, wie groß er eigentlich ist und wie schwer er eigentlich ist. Und wenn er dich begrüßt und sich über dich freut, einfach vergisst zu bremsen.
Hallo Schwalf. Dass du vergisst zu bremsen, Papa Joe? Jeder hat schon mal eine Kopfnuss von Kiba bekommen, wie er bei dir war. Safe. Safe. Mhm. Kaju, genau das. Mhm. Mein Favorite ist auch, wenn dir Hunde einfach die Finger verdrehen, weil du spazieren gehst und der Hund spontan auf die Idee kommt und sagt, lol, ich möchte jetzt doch 180 Grad weiter in die andere Richtung und dort drüben kacken und einfach abbremst, abrupt. Und du hast die Leine halt so ganz locker in der Hand, weil alles ist entspannt, aber der Hund will doch woanders kacken. Mhm, ist auch richtig angenehm. Dankeschön, Bumblebee, für die 7 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Dankeschön. Oh, das ist total süß. Danke für das Feedback. Kulturaneignung haben wir schon ganz oben auf der Liste von Sachen, die wir machen. Und hallo Denkbar. Die Bilder der von Weinkrämpfen geschüttelten Deutschen Annika Schleu bei Olympia gehen um die Welt. Die 5-Kämpferinnen kamen mit ihrem Pferd beim Springreiten nicht klar. Eine Tierwohldebatte entbrannte. Nun reagierte laut einem Medienbericht der Weltverband. Der Weltverband des modernen Fünfkampfes hat einem Bericht zufolge beschlossen, die Teildisziplin Reiten künftig durch Radsport zu ersetzen. Das ist wahrscheinlich das Klügste, was ich zu dem Thema bis jetzt gehört habe. Das finde ich richtig gut. Das finde ich richtig, richtig gut. Also das finde ich auf allen Ebenen richtig, richtig, richtig gut, dass wir das gemacht haben. Und da sieht man mal wieder, dass ein Shitstorm im Internet sehr wohl sehr gute Dinge erreichen kann. Ich habe die Hauptstory durchgegrindet, Scantrax. Deswegen kann ich so viele Gebäude bauen. Wie macht er das bei der Ranch eigentlich mit den Pferdehinterlassenschaften? Ich mag ja Pferde, aber ich habe relativ wenig Verständnis dafür, wenn die Haufen dann auf dem Fußweg liegen. Die Ranch ist irgendwo im Nirgendwo. Da ist kein Fußweg. Also du hast, soweit ich weiß, bei Pferden, genau wie bei Hunden, auch einfach in gewisser Weise eine Pflicht, die Pferdehinterlassenschaften wegzuräumen. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Und du hast einfach, also du hast daneben halt Waldwege. Aber in einem Waldweg, wo auch nicht mal ein richtiger Waldweg ist, sondern das ist halt Wald. So, und wenn da halt Pferdeäpfel mal wirklich liegen bleiben sollten, ist das halt echt scheißegal, weil das ist halt irgendwo im Wald, da sind keine Menschen, das ist irgendwo im, also das ist wirklich irgendwo im Kaff, das ist in einem Ort, das Dorf, wo der Pferdehof liegt, hat nicht mal einen Laden, also das Dorf besteht nur aus 10 Wohnhäusern, da ist nichts. Du musst in das nächstgrößere Dorf fahren und das nächstgrößere Dorf hat einen Supermarkt. Also, da ist nichts mit im Weg sein. Hallo Jazzbob. Noch nicht, Nikolas. Okay, das nächstgrößere Dorf heißt Berlin. Wow.
Das ist scheiße. Maggie Malone, sowas ist scheiße. Also, ich kann halt verstehen, dass wenn du mit dem Pferd halt spazieren gehst, dass du halt nicht in dem Moment, wenn du mit dem Pferd spazieren gehst, die Pferdeäpfel aufheben kannst, weil du mit dem Pferd unterwegs bist. Aber ich würde mir schon erwarten, dass wenn du halt durch eine Siedlung gehst und dein Pferd kackt dort in die Siedlung, dass du dann zumindest danach nochmal hingehst und das wegräumst. Darf ich mal fragen, wie du zu Diensttieren stehst? Diensttiere? Also meinst du jetzt Pferde bei der Hunde und Pferde bei der Polizei? Oder was genau meinst du mit Diensttieren? Ja, genau, und auch andere Tiere wie Affen in Portugal. Ich meine, jetzt so die Einsätze für Quälerei. Boah, das ist halt einfach eine massive Grundsatzdiskussion, ne? Also, ich glaube, wir müssen da einmal differenzieren, wofür Tiere genutzt werden. Also, ich mag weder die Pferdestaffel noch, also ich finde Pferde, die oder generell die berittene Pferdestaffel, egal ob jetzt in Wien oder in England oder sonst wo, finde ich halt unfassbar kritisch, wenn sie halt wirklich noch auch in den Einsatz kommt. Also eine Pferdestaffel zu haben, nur rein für kulturelle und ästhetische Hintergründe, die nur bei Paraden agiert und sonst halt nicht mehr, ist, sehe ich ein so, einfach als Kulturgut. Aber eine Pferdestaffel wirklich noch ernsthaft einzusetzen, finde ich halt unfassbar problematisch, weil einfach das Verletzungsrisiko und die Verletzungsgefahr der Tiere so dermaßen hoch ist und diese Lebenserwartung der Tiere so dermaßen gering ist, weil es sind halt einfach Fluchttiere, die eigentlich nicht in einer Demonstration auf geworfene Molotows zurennen wollen. So, das ist halt... Ich glaube, da gibt es einfach bessere, technischere Lösungen, die nicht das Tierwohl von Tieren gefährden, als eine Pferdestaffel. Ich finde eine Pferdestaffel extrem beschissen. Auch in Hamburg, also generell, Pferdestaffeln bin ich überhaupt kein Fan davon. Ich verstehe, dass Tiere genutzt werden, um zum Beispiel als Drogenspürhunde genutzt werden oder auch eben für Sprengstoff oder andere Sachen, um halt Menschenleben gezielt zu schützen. Das kann ich verstehen und das ist für mich leichter verkraftbar, wenn dabei halt mit den Tieren richtig gearbeitet wird und halt einfach, da ist halt wieder das Wie, die Frage. Einfach, wie werden die Tiere gehalten? Wie viel Arbeitszeit haben sie? Wie viel dürfen sie trotzdem auch Tier sein und spielen? Und man darf ja nicht vergessen, also ich weiß nicht, wie das jetzt heutzutage funktioniert mit dem Drogenspürhunden. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich habe mal wo gelesen, dass die Tiere selbst das Zeug, also von dem Zeug abhängig gemacht werden, um es dann zu finden. Soweit ich weiß, Humbug ist. Aber ich weiß auch nicht, wie es gemacht wird. Also ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie sowas gemacht wird. Ich weiß, dass du Hunde dazu animieren kannst, quasi Gerüche oder Dinge zu finden, ohne dass du sie von irgendwas abhängig machen musst. Das geht auf jeden Fall. Ich weiß nur nicht, wie die Polizei es macht, weil ich noch nie mit jemandem aus der Hundestaffel geredet habe und auch nie gefragt habe, wie da die Trainingsmethoden sind. Also wenn das so gemacht wird, wie beim Klickertraining,
Oder bei ganz einfachen Suchspielen, die wir ja auch so einfach als Beschäftigungsspiel benutzen, auch generell so hobbymäßig bei Hunden, dann ist sowas halt harmlos. Weil dann nehmen die Hunde das halt als Belohnungsspiel und dann sind die halt in einem, geil, ich habe was gefunden, ich bekomme eine Belohnung, mega nice. Und dann ist das nichts, was dem Tier Stress oder Leid zufügt. Dann sieht das Tier das einfach als Spiel. Und dann finde ich das fein und völlig nachvollziehbar. Aber wie gesagt, so Ausschreitungen und so weiter, auch Hunde dafür einzusetzen, quasi Menschen zu fangen oder zu fassen, finde ich alles sehr schwierig. Also finde ich tierethisch nicht so geil vertretbar. Finde ich einfach nicht gut. Wobei man halt natürlich auch sagen muss, dass den meisten Diensthunden, soweit ich weiß, bei der Polizei, die auch quasi genutzt werden, um jetzt Menschen zu fangen, sag ich mal, also die wirklich scharfe Hunde, die abgerichtet werden, um Leute, flüchtige Leute zu fangen und aufzuhalten, vielen von denen passiert tatsächlich in ihrer ganzen Dienstzeit nichts bis wenig, weil da einfach auch Hunde eingesetzt werden, die so dermaßen schnell und effizient sind, dass du da als normaler Mensch, der niedergerungen wird, in der ersten Sekunde eh nicht so viel entgegenbringst, außer den hier. So. Was ich super spannend finde, was ich extrem cool und extrem spannend finde, ist, dass sie bei Flughafenkontrollen jetzt teilweise statt Hunden Ratten einsetzen. Das finde ich auch mega, mega krass. Weil Ratten tatsächlich leichter zu koordinieren sind, billiger zu halten sind, obviously als ein Hund. Du mit ihnen richtig, richtig gut arbeiten kannst, sie leichter überall reinkommen, weil sie kleiner sind und sie einen besseren Spürsinn haben als Hunde. Das ist super, super fancy. Die Tante eines damaligen Freundes und ihr Mann hatten jeweils einen Hund in der Hunderettungsstaffel und die beiden Hunde wirkten extrem glücklich und haben absolut jede Interaktion mit ihren Menschen geliebt. Ob die Arbeit nun irgendwie stressig oder gefährlich war, weiß ich allerdings nicht. Also ich finde es großartig, dass Tiere zum Beispiel auch für Menschenbergungseinsätze und so weiter genutzt werden. Also das ist halt einfach eine mega, mega coole Sache. Ich finde halt nur, also ich glaube, dass der Struggle, den ich da gerade so ein bisschen quasi habe, ist, ich glaube, man muss dann nochmal Militär und Polizei unterscheiden. Ich glaube, Polizei ist für Hunde sicher in vielerlei Hinsicht auch echt entspannt und viel macht, wie ihr auch schon gesagt habt, Hunde wollen ja im Endeffekt einfach nur was mit ihrem Menschen machen. Hunde haben ein unfassbar hohes Bedürfnis, mit ihrem liebsten Menschen Dinge zu erleben. Und wenn du mit dem richtig arbeitest, dann kannst du unfassbar coole Sachen mit diesem Tier schaffen. Und der hat einfach nur Freude daran, dass er bei seinem Menschen sein kann und mit seinem Menschen arbeiten kann. Was mich halt immer so ein bisschen abschreckt, wenn ich halt Diensthunde höre, ist, ich hatte ja selber auch einen sehr guten Freund, der auch selber 8 Jahre als Berufssoldat in Deutschland gearbeitet hat. Und der hat mir halt auch von Hunden erzählt, die mit im Einsatz waren und die halt mit versprengt wurden oder halt auch wirklich Schusswechsel mitbekommen haben. Und da gibt es halt einfach Hunde in Deutschland, die haben PTBS. Und das ist halt nochmal eine andere Geschichte. Weil das halt, also das ist dann eine komplett andere Ethikfrage wieder. Weil da musst du dir dann halt die Frage stellen, okay, der Hund hat PTBS, der kann nicht mehr normal vermittelt werden, weil der auch in seine Erinnerungen und den schlechten Erfahrungen, die er in Mali gemacht hat, kleine Hunde zum Beispiel totbeißt, weil er dort in Kontakt gekommen ist mit scharfen kleinen Hunden, die ihn angegriffen und verletzt haben, weswegen er jetzt ultra aggressiv reagiert und nicht mehr vermittelt werden kann. Und da ist natürlich dann diese moralische, ethische Frage, auf die ich keine Antwort habe, ist es gerechtfertigt, einem Hund so etwas zuzumuten, um damit x Menschenleben zu retten oder halt nicht. So, es ist halt ultra scheiße.
Und da schaue ich halt mit einem sehr, sehr schmerzerfüllten Auge hin, weil ich einfach das überhaupt nicht ertrage, darüber nachzudenken, dass es Hunde gibt, die halt in Schießereien sind und fucking PDBS bekommen und Panikzustände, wenn es laut knallt. So, das ist halt schlimm. Das ist halt richtig, richtig schlimm. Aber das ist halt nochmal eine andere Geschichte. Das ist nochmal was anderes als ich bin am Flughafen und schnüffel nach Drogen. So. Ja, genau, Minenspürhunde zum Beispiel. Das mit dem, mit das jetzt, also ich weiß nicht, dass es Riesenhamsterratten sind, weil ich diese Rasse nicht kenne, aber ich habe jetzt schon ein paar Mal gehört, dass Ratten jetzt auch genutzt werden statt Hunden für Minenspüreinsätze, weil sie halt ultra leicht sind und deswegen die Minen nicht auslösen, weil sie zu leicht sind und der Druck nicht reicht, um die Mine auszulösen. Das finde ich ist zum Beispiel dann auch eine coole Kombi, wenn halt einfach das Tierwohl nicht gefährdet wird dabei, ne? Bei den Drogenspürhunden wird ja regelmäßig extra was für sie platziert, damit sie ein Erfolgserlebnis haben. Das weiß ich. Das finde ich, das find ich so ultra süß einfach. Ja. Ja. Aber sonst grundsätzlich finde ich, mit Tieren zusammenarbeiten eine schöne Sache, wenn die Art und Weise, wie zusammengearbeitet wird, gut ist. Also ich habe jetzt zum Beispiel, es gibt eine vom Funk gibt es eine, nee, nicht von Funk direkt, aber von den Öffentlich-Rechtlichen gibt es eine Doku. Boah, ich suche euch die raus. Die heißt irgendwas von Zurück zum Ursprung und porträtiert ein paar Personen in Deutschland, die in manchen Bereichen einfach wieder zu älteren konservativen Mitteln greifen. Unter anderem einen Mann, der mit seinem Pferd Forsterarbeit macht. Und der hat, ich glaube, es ist ein Shire Horse. Und die holen halt Baumstämme aus den Wäldern raus und restaurieren halt einfach Waldgebiete, also Försterarbeit, weil einfach die Pferde eine viel geringere Belastung für den Waldboden sind und man viel nachhaltiger Försterarbeit machen kann mit Pferden als mit den großen Geräten, die halt alles platt drücken. Und ich habe das halt gesehen, wie, also da gibt es halt einfach Aufnahmen, wie er mit diesem Pferd arbeitet. Und das ist halt ultra schön. Also es ist halt einfach ultra, ultra schön, weil da auch einfach überhaupt, das ist halt total entspannt und es ist total ruhig und es wird halt komplett ohne Druck gearbeitet, einfach über quasi Geräusche, also über, wie heißt das, verbale Kommandos. Und das Tier zieht halt quasi diese Dinger dann raus. Und mit Schnalzgeräuschen und mit leicht, ganz leichtem Zug dann mal hier und da. Und es sieht halt mega, mega schön aus. Und du merkst einfach, das Tier ist halt ultra entspannt. Also da ist halt einfach kein Zwang, kein Stress, kein Druck dahinter. Das steht halt im Wald und arbeitet mit seinen Menschen an Sachen. Und sowas finde ich halt super, super schön. Aber da ist halt immer, das Wie ist halt die Frage, ne? Mit Tieren arbeiten super gerne. Aber es muss halt immer so passieren, dass dem Tier nicht geschädigt wird. Und dass man sich halt auf das Tier einlässt und nicht, dass das Tier sich auf den Menschen einlassen muss. So. Dankeschön, MP Zero, für die 3 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Oh, Dankeschön, Kleppi, für die Erinnerung. Da muss ich gleich aufspringen. Ich habe einen Straßenhund mit PTBS, weil er auf der Straße wohl immer extrem viel verprügelt wurde und dadurch auch auf viele Menschen aggressiv reagiert. Draußen ist er nur an der Leine, aber ich miete mir 3-mal die Woche eine Halle, wo ich Zielobjektsuche mit ihm und einer Trainerin mache, um ihn auszulasten. Ich glaube, er ist trotz Trauma relativ glücklich und ausgelastet. Voll schön, dass du dir so die extra Mühe auch machst dafür, dass du da Halle und so mietest. Alter, wie schön. Fucking Props dafür. Ich kenne nicht viele Menschen, die sich so einen Problemhund unter Anführungszeichen holen und dann einfach diese extra Schritte gehen, damit der Hund glücklich ist. Ultraschön.
Ich habe auch bei Bauern gehört, dass dort einige wieder Pferdefuhrwerke umsteigen, weil die schweren Maschinen über die Jahre den Boden so zusammenpressen, dass es dort auch Ernteeinbüßen gibt. Ja, habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Auch wenn ich nach wie vor gerne beruflich mit Tieren arbeiten wollen würde, bin ich inzwischen froh, dass es damals nicht geklappt hat, dass ich mich als Azubi im Zoo beworben habe, nachdem ich das Abi abgebrochen habe. Damals war mir noch null klar, dass Zoos eigentlich bedeuten für die Tiere. Kann ich absolut nachvollziehen. Aber da habe ich ja, ich wurde ja schön zitiert aus der letzten Podcast-Folge. Man sollte nicht so viel Zeit damit verbringen, sich scheiße zu fühlen wegen Dingen, die man gestern gemacht hat, weil man es nicht besser wusste, sondern sich vielmehr darauf konzentrieren, was man mit dem Wissen morgen macht, das man heute erlangt hat. Pferde sind extrem teuer, wenn man ein eigenes besitzt. Ja, Schliggi. Pferde sind schon teure Tiere. Auf jeden Fall. Pferde sind schon auf jeden Fall teure Tiere. Das sollte man nicht unterschätzen. Ich habe der Bundeswehr einen Problemhund abgekauft, um den zum Drogen- und Waffenspürhund auszubilden. Ach, schön. So, ihr Süßen. Wir sind heute nicht so weit gekommen in diesem Spiel. Naja, gut, wir haben das Gänsegehege parallel fertig gebaut und noch ein neues Wohnhaus. Das heißt, nächstes Mal müssen wir uns Gänse holen. Und wir haben wieder einen kleinen Überblick darüber bekommen, wo wir eigentlich sind. Aber ich muss mich jetzt langsam ready machen, weil wir dann in das nächste Spiel hineinstarten. Pferd kostet im Monat ungefähr so viel wie ein Auto, wenn man es nicht bei sich zu Hause stehen hat. Boah, ich habe kein Gefühl dafür, wie viel ein eigenes Auto kostet. Aber ganz grundsätzlich, wenn das Pferd nicht bei dir zu Hause steht, also wenn du nicht deinen eigenen Stall dafür hast und du hast es wo eingestellt, wo andere Leute auch beim Ausmisten mithelfen und das auch füttern und das auch bewegt und beschäftigt wird. Wenn du mal einen Tag nicht da bist, dann kannst du bei einer Stallmiete schon, ja, also was ich jetzt rund um Berlin mitbekommen habe, 350 Euro plus rechnen. Und da ist teilweise das Futter noch nicht drinnen, da ist der Schmied noch nicht drinnen, da ist der Tierarzt noch nicht drinnen, da sind extra Spielereien und Späßereien noch nicht drinnen, da sind Leckerlis noch nicht drinnen und Pflegeprodukte und Sattel und alles drumherum. Also all in all, was ich jetzt mitbekommen habe, du kannst natürlich unendlich viel Geld für Tiere ausgeben, aber mit so 500 bis 750 Euro musst du bei einem Pferd monatlich eigentlich fast schon rechnen in Deutschland. Pferde werden sich weder in Forst noch Landwirtschaft durchsetzen, da sie nicht das leisten können, was Maschinen leisten und wir Ressourcen brauchen. Und das ist tatsächlich das Interessante dabei. Pferde wurden quasi komplett ersetzt durch technische Geräte und jetzt drängen sie in vielen Gebieten technische Geräte wieder zurück, was ja komplett konträr zu dem steht, was du gerade gesagt hast. Weil sie eben teilweise effizienter und kostengünstiger sind als die großen Gerätschaften, weil sie die Gebiete, also den Boden und alles besser schonen als die. Alter, ich produziere nicht mehr genug, ne? Krass. Weil sie den Boden halt besser schonen und schützen, weil sie. Ich kann nicht reden. Weil sie vor allem auch leichter in Bereiche kommen, wo du weniger Wald dafür beschädigen musst, damit du überhaupt dorthin kommst. Frank, ich habe gehört,
wenn man Dinge in Caps schreibt, dann hat man mehr Recht. Wenn du jetzt noch ein paar Rufzeichen dazu packst, dann hast du noch mehr Recht. Du hast noch ein paar Rufzeichen vergessen. Pack noch ein bisschen mehr Rufzeichen dazu. Ja, absolut. Maschinen sind insgesamt günstiger, aber nicht bodenschonend. Und das ist genau die Problematik dahinter. Es gibt wirklich, es gibt super interessante Dokus dazu, weil ich habe das selber nämlich auch nicht gedacht. Ich habe gedacht, was für ein Blödsinn. Es gibt super interessante Dokus dazu von eben Forstwirten in Deutschland, die halt sagen, dass man halt super viel auf Maschinen umgestiegen ist in den letzten Jahren, eben weil es auf den ersten Moment viel günstiger und effizienter wirkt, aber dass diese ganze Rechnung gemacht wurde ohne Nachhaltigkeit. Und dass du einfach Wäldern das ansiehst, wenn da seit 30 Jahren mit Maschinen gearbeitet wird und der Boden beschädigt wird und der Wald beschädigt wird und sich der einfach nicht mehr so schnell erholt. Und dass es auf lange Sicht, auch wenn du halt das Gefühl hast, hey, man kommt billiger weg quasi, weil die Maschinen sind effizienter und billiger, zerstörst du dir aber auf lange Sicht trotzdem den Ertrag in deinen Wäldern und auf deinen Feldern, weil der Boden zerstört wird. Und das ist dann ein ganz anderer Schaden. Und dass es deswegen wieder immer mehr vereinzelte Bauern und Forstwirte, Landwirte gibt, die halt zurückgehen, weil sie halt nachhaltiger arbeiten wollen und den Boden und den Wald nicht nur die nächsten 20, sondern gerne die nächsten 100 Jahre bewirtschaften möchten. Finde ich unfassbar spannend, weil ich das auch nicht wusste und das halt gelesen habe. Und das ergibt halt total Sinn. Ich wusste nur nicht, dass der Boden so dermaßen am Arsch ist, wenn du da halt drüber ratterst. Aber gibt ja auch Sinn, wenn du mit einem 2-Tonnen-Ding da wo durchrollst. Ist auch nicht so ganz richtig. Im Wald gibt es bestimmte Wege, in denen sich Rückengassen, nur dort dürfen Maschinen fahren. Ja, absolut. Und du kommst von diesen Rückenwegen nicht überall aus hin, ohne noch mehr Boden zu verletzen. Und diese Rückenwege werden auch platt gedrückt und du kannst, diese Rückenwege liegen auch quasi, also du hast ja trotzdem diese Schwielen drinnen und die machen den Boden ja trotzdem kaputt. Also, und du musst ja auch in den Wald trotzdem reinfahren, um da drin arbeiten zu können. Ah, ich will euch ja eure großartigen Geräte nicht wegnehmen. Ich teile euch nur mit, was ich unfassbar interessant fand, weil ich es nicht gewusst habe und ich eine Doku dazu gesehen habe über deutsche Forstwirte und Landwirte. Es tut mir leid, dass ich euch gerade Dinge erzähle von Bauern, die ihr nicht hören wollt. Ich hatte nicht vor, eure Maschinenreligion zu verändern oder euch eure Landwirtschaftsgeräte zu verbieten. Ich fand's einfach nur spannend. I am sorry. Frank the Tank, der Stream ist aber auch nicht Streaming für Frank. Es tut mir leid, dass ich in dem Stream hier gerade nicht nur dir, der in der Szene arbeitet, etwas erkläre, sondern auch den 1348 anderen Personen, die nicht Frank heißen und nicht in der Branche arbeiten. Das ist wahrscheinlich das letzte Wort zum Samstag zu diesem Thema. Ich habe gerade in meinem Stream etwas erzählt, was ich in einer Doku gehört habe und dann in meinem Chat von einem Viewer gelesen, das brauchst du mir nicht erklären, ich arbeite in der Branche. Und ich hatte noch nie so hart das Gefühl, in meinem Stream meiner Community nichts erzählen zu dürfen, weil eine Einzelperson mehr Ahnung hat als ich wie heute. Oh, ist das unangenehm. Es tut mir leid. Nächstes Mal werde ich nachfragen, in welchen Branchen die Leute im Chat arbeiten, bevor ich was erzähle, weil wie kann ich es wagen, Dinge zu erzählen, die ihr schon wisst? Es tut mir leid. I am so sorry.
Okay, folgendes. Ich suche euch jetzt mal raus, wie diese Doku heißt, dann zeige euch das.